So, meine Damen und Herren, ein Fragenhagel kommt jetzt. Wir haben bereits die Fragen hier vor Ort. Wir haben die Fragen vor Ort. Ich kann es euch sagen, wenn ihr denkt, Unternehmertum ist immer nur... Wie drücke ich mich jetzt aus? Immer nur auf 100% durchpowern, kann ich sagen, das ist eigentlich auch so. Aber manchmal sind die 100% aufgebraucht und dann ist der Akku leer. Wenn bei mir der Akku leer ist, neige ich dazu, wirklich nicht mehr sehr konzentriert zu sein, sagen wir es mal so. Die Phase habe ich gerade so ein bisschen, weil wir heute schon echt lange gedreht haben. Ne? Gestern stand ich den ganzen Tag auf der Bühne, habe von morgens 10 Uhr bis abends 18 Uhr durchgehend Vorträge gehalten. Abends hatte ich dann noch ein Geschäftsessen bis 20 nach 10 oder so. Und morgen war ich schon wieder um 17:45 im Gym. Ich würde es nicht sagen, ja Mann, das ist gut, ne? Aber ich bin dann irgendwann mich auch ein bisschen durch. So, aber das macht gar nichts. Ich werde mich jetzt aufsetzen. Und für euch ordnungsgemäß die Fragen hier beantworten, die im Fragenhagel auf mich einprasseln werden. Sie sind nämlich hier drin, das sind viele. Ja. Ich kenne sie nicht, werde sie aber ordnungsgemäß beantworten und greife dazu in die Box. Ich habe 5 Minuten Zeit. Du wirst den Timer administrieren. Ich lese die Fragen vor und werde sie beantworten. Yes. Sind wir bereit? Wir sind bereit. 3, 2, go! Frage Nummer 1. Thema Tripwire. Kannst du mal ein paar Beispiele geben? Was genau ist das Tripwire zum Beispiel bei Tesla? Oder Beispiele von anderen hochpreisigen physischen Produktunternehmen? Naja, erstmal, was ist ein Tripwire? Ein Tripwire ist ein Stolperdraht. Man könnte es auch sagen, ein Eisbrecherprodukt. Es geht darum, die Aktivierungsenergie zu senken und überhaupt mal jemanden zu einem Kauf zu bringen. Egal für wie viel Geld. Ein Käufer ist ein Käufer und hat danach eine 6-mal höhere Wahrscheinlichkeit, Folgeprodukte zu kaufen. So, wie ist das bei Tesla? Aus meiner Sicht hat Tesla kein wirkliches Tripwire, aber sie haben eine Anzahlung. Du kannst ja auf der Seite von Tesla, glaube ich, Modelle anzahlen mit wirklich niedrigster Gebühr, irgendwie $100 oder so. Du hast doch einen Tesla. Ist das nicht so? Irgendwie mit 100 Euro oder so? 300 Euro habe ich. 300 Euro Anzahlung und die kriegst du auch zurück, wenn du irgendwie zurücktrittst oder so, ne? Aber Tesla weiß, die Leute, die so damit liebäugeln und sagen, oh ja, komm, machen wir mal die 300 Euro, setzen wir mal. Uschi, wir können ja wieder zurücktreten. Das machen auch ein paar, aber ganz viele machen es eben nicht und ziehen durch und kaufen. Das wäre es zum Beispiel bei Tesla. Aus anderen hochwertigen Produkten, was kann ich euch mal als Beispiel geben? Wir hatten unseren Versandhandel für Nahrungsergänzungsmittel im Bereich Fitness. Da war unser Topseller ein Produkt, Heißhungersticks. Das war so eine Packung, so eine Box für 30 Tage, 69 Euro. Heißhungerstick schüttest du ins Wasser mit Geschmack. Da ist Cognac-Wurzel-Extrakt drin, das quillt auf, du trinkst das bis satt. Also sehr, sehr cool. Die es probiert haben, waren restlos begeistert, waren auch wirklich Stammkunden. Aber es gab ganz viele, die haben es nicht probiert, weil der Preis von irgendwie knapp 70 Euro die abgeschreckt hat. Also haben wir gesagt, okay, wir lassen uns eine kleine Menge abfüllen, nämlich 7 Sticks für eine Woche und verschenken die, sagen, hey, du kannst die gratis haben, teste es jetzt, zahl halt nur die Versandkosten für die Sticks von 4,95 Euro. Das ist ein Tripwire, weil die Leute, die das gekauft haben, nicht alle, aber ein hoher Prozentsatz danach hat weitergekauft. Also Tripwire-Produkte findest du überall, selbst beispielsweise bei mehr Geschäft, unsere Strategie-Session ist ein Tripwire. Das kostet in dem Falle gar nichts, aber die, die das machen, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, danach auch zu sagen, wenn es ihnen gefallen hat, wir gehen den nächsten Schritt. Ja. Wen sollte ich gleich von Anfang an mit ins Boot nehmen, wenn ich mich zum Beispiel im Onlinehandel selbstständig machen möchte? Ich denke an Anwalt, Steuerberater etc. Also, gut gemeinter Rat, Anwälte und Banker sind ganz tolle Menschen. Nee, gar nicht wahr, sorry. Steuerberater und Banker sind ganz tolle Menschen, aber unternehmerisch oft nicht dem Profil entsprechend, was Unternehmer oft haben, nämlich risikoaffin. Deswegen, um Gottes Willen, hol hier also auf gar keinen Fall bitte den Steuerberater mit rein und einen Anwalt bitte auch erst an letzter Stelle, wenn du wirklich tief ins Vertragswerk einsteigst. Jetzt wird jeder Anwalt sagen, was redet der Mann da? Das ist ja also Hanebüchen. Oh. Ganz ehrlich, wenn du ein Geschäft gründest, dann denke erstmal in Kompetenzen. Was kannst du und welche Komplementärkompetenzen brauchst du, die Dinge, die du nicht kannst? Und dann überlege, bist du der Typ, der es alleine macht oder bist du vielleicht jemand, der im Team gründet?
dann such dir doch jemanden. Wenn du niemanden kennst, dann geh doch vielleicht mal in Facebook-Gruppen und frag, hey, ich habe das und das vor, hat jemand Lust mitzumachen? Die Menschen sind ja da draußen, weißt du? Und ich würde aber bitte in erster Linie nicht an irgendwelche rechtlichen oder bürokratischen Verwaltungsthemen denken. Ganz ehrlich, kriege ich erstmal eine PS auf Straße, mache Vertrieb, verdiene Geld. Ich stehe mal auf dem Standpunkt, lass uns erstmal ein Problem schaffen, dann finden wir auch eine Lösung. Aber nicht am Anfang über alle Probleme nachdenken und dann direkt die Berater und Anwälte hinzuziehen. Oh, nicht meine Welt. Wie sollte eine Webseite auf dem Smartphone aussehen? Gut, habe ich längst ein Video zu gemacht. Können wir hier verlinken, oder? Julian, können wir verlinken? Sehr gut, Mobile Sales Page. Nee, so. Boah, das ist lang. Welche Tipps und Anregungen hast du speziell für Freiberufler und Selbstständige, die ihre eigene Manpower zum Mittelpunkt ihres Business gemacht haben? Wie können wir unsere Reichweite und Buchungen effektiv steigern, ohne dabei auf automatisierte Produkte oder Dienstleistungen zurückzugreifen? Also du kannst ja dann in dem Falle deine Leistungserbringung nur dann von dir unabhängig machen, wenn es andere tun. Im Dienstleistungsbereich bin ich ein riesengroßer Fan von Methoden. Eine Methode ist eine geschützte Vorgehensweise. Nicht du darfst der Star sein, sondern deine Methode. Genauso ist das bei mir im Geschäft auch. Ich habe Methoden geschaffen, mit denen unsere Coaches arbeiten können. Wenn du die Methoden verstanden hast und von mir geschult darin wirst, wie diese Methoden gehen, dann kannst du sie auch coachen und schulen. Das heißt, bei uns sind die Methoden der Star und nicht ich als Protagonist. Dann brauchst du natürlich Menschen, die es machen. Und eine Methode ist ein System. Also die Antwort auf die Frage sind laute Systeme. Klick auf den ersten Link unter dem Video, komm in die Strategie-Session und lass uns mal darüber sprechen, welche Systeme wir in deinem Geschäft installieren können. Wie überzeuge ich meinen Chef, Vorgesetzten ganz klar von langfristigen und kurzfristigen Investitionen wie mehr Geschäft? Ah, die Zeit ist um. Ich weiß gar nicht, ob ich möchte, dass du deinen Chef davon überzeugst. Weil entweder ist jemand überzeugt und hat Bock, in die Skalierung, Automatisierung, den Aufbau des Geschäfts zu investieren, oder aber eben nicht. Du kannst den Leuten das natürlich, deinem Chef vorgesetzt, kannst das natürlich zeigen, völlig klar. Vielleicht irgendwelche YouTube-Videos von uns. Aber grundgenerell, wie kannst du Menschen überzeugen? Das ist ja vielleicht die viel spannendere Frage. Indem du ein Thema für sie relevant machst. Wie machst du ein Thema für jemanden relevant? Du, Relevanz ist immer Probleme lösen und sich besser fühlen. Also überlege in dem Falle deine vorgesetzten Personen, welche Probleme könnten die haben. Adressiere diese Probleme und sag ihnen dann, guck mal, so kannst du es lösen. Und spiel damit. Weil dann hat das auf einmal Relevanz für die Leute, für ihn ins Problembewusstsein. Und wenn du ihn ins Problembewusstsein führst, dann ist er auch offen für ein Lösungsbewusstsein, in dem Falle mehr Geschäft. Vielen Dank für eure Fragen, das sind eine ganze Menge, hier sind immer noch viele drin. Möchtest du auch mal Fragen stellen, dann kannst du auf Instagram gehen. Ich glaube, immer mittwochs haben wir eine Story, frag Pascal, da kannst du deine Fragen reintippen. Und mit ein bisschen Glück kommst du in die Kiste, zumindest deine Frage, und dann werde ich die auch beantworten. Ich danke euch, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.